heißesten Fakten zum Spiel, die interessantesten Infos zu den Spielern. Alles rund um den FC Ingolstadt im FCI Talk. Nur hier bei Radio Galaxy. Wir sind heute wieder Backstage beim FC Ingolstadt und neben mir steht Thomas Keller, Verteidiger beim FC Ingolstadt. 20 Jahre alt, du bist noch relativ jung. Ja, stimmt. Kannst du dich eigentlich an dein erstes Fußballspiel erinnern, was du je gesehen hast? Wo war das und was für ein Spiel war das? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war damals bei der Allianz Arena Eröffnung. Mhm. Da haben sie, glaube ich, gegen Inter Mailand oder so müsste es. Okay. Da war ich noch sehr, sehr jung, deswegen kann ich mich da kaum dran erinnern. Aber da hat mich mein Dad damals mitgenommen. Es war ein Abendspiel irgendwann, sehr spät. Und wir sind dann auch ein bisschen früher gegangen, weil ich eben am nächsten Tag, glaube ich, in die Schule musste. Aber nee, war ein tolles Erlebnis damals. Und Allianz Arena ist ja ein Riesenstadion. War das für dich der Auslöser, wo du gesagt hast, ja, ich will das unbedingt auch, ich will auch unbedingt Fußball spielen? Ja, ich habe schon immer als kleines Kind, hat meine Mama mir erzählt, schon sehr früh angefangen, dass es für mich nur einen Ball gab, immer mit dem Ball rumgespielt und dann auch schon in der Grundschule immer mit Freunden oft auf dem Bolzplatz gewesen und deswegen gab es für mich eigentlich von klein auf immer nur Fußball. Okay, du bist ja jetzt seitdem, wir haben es hier seit dem 22.07.2019, das war dein erster Profi-Einsatz beim FC Ingolstadt. Wie ist es denn für dich, wenn du in dem Spielertunnel stehst? Wie fühlst du dich denn da? Ja, es ist sehr aufregend, würde ich mal sagen. Da kriege ich immer so einen Adrenalinkick, würde ich sagen, wenn man im Tunnel steht. Man hört draußen die Fans, die Spannung steigt, das Spiel steht kurz bevor und es ist einfach ein geiles Gefühl, würde ich sagen, da zu stehen und zu wissen, jetzt geht's gleich raus, jetzt geht's gleich los. Und da ist man einfach immer voll motiviert, voll fokussiert und freut sich einfach auf das Spiel. Wenn du ultra nervös bist, was machst du denn dagegen? Gibt es da irgendein Ritual? Also manche hören zum Beispiel Musik. Ja, davor. Ich höre immer also vorm Spiel meine eigene Musik. Mhm. Also wir haben auch in der Kabine dann Musik laufen. Ich höre immer ein paar Lieder, es sind immer die gleichen Lieder, die mich motivieren, aber gleichzeitig auch ein bisschen beruhigen. Ich muss sagen, bei meinem ersten Spiel war ich sehr nervös und es legt sich dann mit den Spielen ein bisschen, aber ja, ich höre meistens Musik eben. Hast du noch irgendein Ritual, zum Beispiel einen rechten Schuh erst anziehen an den linken? Also einige Fußballer haben das ja auch. Kenne ich von einigen Spielern, habe ich jetzt persönlich nicht so, aber ich habe schon mein Ablauf vom Spiel, der relativ gleich ist eigentlich, aber jetzt nicht so extrem, dass ich sage, ja, erste linke Schuhe an oder erste rechte Schuhe, das habe ich jetzt nicht, ne. Okay. So, wir hatten jetzt einen kleinen Ortswechsel. Wir sind hier im kleinen Presseraum. Da finden auch manchmal Pressekonferenzen vor den Heimspielen statt. Und Stichwort Heimspiel, am Samstag steht ja das nächste an gegen Uerdingen. Was erwartet dich und deine Jungs da? Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, da erwartet uns wieder ein sehr schweres Heimspiel auf jeden Fall. Uerdingen hat jetzt 2-1 gegen Groß-Asbach gewonnen gehabt. Die werden mit Selbstvertrauen herkommen. Und wir wollen natürlich unsere Niederlage vom letzten Wochenende gegen Würzburg ein Stück weit vergessen machen, ein anderes Gesicht zeigen, weil das Spiel wirklich nicht gut war und die Leistung auch nicht gestimmt hat. Und deswegen wollen wir alles daran setzen, dass wir hier zu Hause wieder 3 Punkte holen. Du hast ja gesagt, Niederlage war es ja beim letzten Mal. Es war ja eine Serie, es waren 13 Spiele, wo ihr ungeschlagen war. Die ist ja leider gerissen. Mhm. Denkst du, es kommt wieder so eine ungeschlagene Serie? Ja, wir werden alles dafür tun, dass es wieder dazu kommen wird. Aber dafür müssen wir uns deutlich in der Leistung steigern. Dafür müssen wir die Grundtugenden wieder auf den Platz bringen. Heißt Mentalität, die Zweikämpfe annehmen, jeden Gegner 100% ernst nehmen, in jedem Spiel ans Limit gehen und nur so können wir wieder eine Serie starten. Wie motiviert euch euer Trainer von dem Spiel? Du sagst ja, man muss wieder diese Mentalität bekommen. Mhm. Was sagt er denn zu euch in der Kabine oder wie pusht er euch? Ja, eben mit seiner Ansprache, durch seine Art, wie er die Ansprache rüberbringt, springt so der Funken ein bisschen auf uns Spieler über dann. Und dann liegt es auch an uns Spielern, dass wir das mit auf den Platz tragen. Wann schießt du eigentlich dein erstes Freistoßtor in der Saison? Also du hast ja in den Testspielen und in der Vorbereitung hast du schon so krasse Buden gemacht durch Freistöße. Wann wird es denn soweit sein? Also im Testspiel habe ich noch kein Tor gemacht. In der zweiten Mannschaft habe ich 2 Freistoßtore gemacht. Mhm. Ja, ich versuche immer, die Dinger gut zu schießen. ich übe sie auch immer mal wieder im Training. Ist natürlich im Spiel dann eine andere Situation als im Training. Das kann man dann auch nicht immer so simulieren im Training.
Aber ich werde weiterhin dranbleiben, ich werde weiterhin versuchen, einmal reinzuhauen. In gut einer Stunde, eineinhalb Stunden ist ja Training. Wie ist es eigentlich bei dir? Kennst du das Wort Muskelkater eigentlich noch? Ja, kenne ich sehr gut. Habe ich auch ab und an mal nach dem Krafttraining, wenn unser Fitnesstrainer uns wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern macht, sage ich mal jetzt. Aber ja, das ist ganz normal, das gehört dazu. Gibt es denn eine Übung, die du im Training überhaupt nicht gern machst? Ich glaube, jeder Spieler hat so irgendwas. Ich mache ungern Läufe, muss ich sagen, aber das gehört natürlich dazu, da muss man durch. Ist, glaube ich, für jeden Spieler nicht angenehm, aber wie gesagt, das gehört einfach dazu, da muss man dann durch. Ihr habt ja einen Fitnesstrainer. Mhm. Wie schaut es eigentlich in Sachen Ernährung aus? Habt ihr da auch irgendwie einen Ernährungsberater? Müsst ihr euch an irgendwas halten? Wie schaut es da aus? So einen Ernährungsberater direkt haben wir jetzt nicht, aber es sollte natürlich schon eine ausgewogene, gesunde Ernährung vorhanden sein, weil es einfach für den Körper gut ist. Man soll auf seinen Körper achten und der Körper ist ja auch das höchste Gut, sage ich mal, im Profifußball. Und da ist schon wichtig, dass man da auch auf seine Ernährung achtet. Was hast du dir eigentlich für dein erstes Profigehalt gekauft? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also jetzt nicht direkt irgendwas Spezielles. Ich glaube, ich habe erstmal meiner Mom die erste Kaution von meiner neuen Wohnung, weil die hat meine Mom noch damals übernommen gehabt, habe ich erstmal zurückgezahlt. Und dann ein paar Klamotten noch, aber nichts Besonderes jetzt. Was war denn das Unnötigste, was du dir bisher gekauft hast? Gibt es da irgendwas? Das Unnötigste? Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie groß shoppen geht, muss ich ehrlich sagen. Unnötig. Ja, was heißt unnötig? Mal eine Kerze oder so, die halt, aber ist ja jetzt nicht wirklich unnötig. Okay. Ja, so Kleinkrams, die man eigentlich nicht braucht. Ja, genau, so Kleinkrams, der dann irgendwo in der Ecke steht und man ihn nie benutzt. Okay. Aber außerhalb vom Profifußball, was machst du denn in deiner Freizeit? Ich bin sehr gern draußen mit Freunden. Ich gehe ab und an mal Bowling spielen, Dart spielen oder Billard, sowas in die Richtung. Das mache ich gerne. Ansonsten im Sommer halt gerne draußen, im Winter ist mir immer ein bisschen zu kalt draußen. Verstehe ich. Da liege ich dann eher zu Hause auf der Couch. Ja, genau. Das sind so Sachen, die ich gerne mache. Gibt es denn so Tage, wo du denkst, ja, heute kein Fußball, heute habe ich nichts mit Fußball zu tun? Selten, aber ab und zu tut es auch mal gut, dass man ein bisschen Abstand hat, dass man vielleicht mit der Familie mal einen Tag verbringt und einfach mit Fußball mal gar nichts zu tun hat. Gibt es auch, ja. Dankeschön. Das war's für heute. Yeah.